Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was CeneVita alles für Lehrstellen anbietet? Ich bin Laura, bin im ersten Lehrjahr in der Pflege und ich zeige es euch. Hoi, Lara. Ja. Was macht eine Fachfrau Hauswirtschaft? Eine Fachfrau Hauswirtschaft, ja. Die macht ganz vieles. Die tut reinigen, ja. Die tut in der Wäscherei arbeiten. Teilweise ist sie auch im Service tätig, okay. Oder in der Küche für kleine Mahlzeiten. Mhm. Und in der Administration tut sie etwa so ein bisschen Listen schreiben. Und so, das ist eigentlich so ein bisschen. Okay. Was muss man denn von der Schule mitbringen für eine Fachfrau Hauswirtschaft? Das kommt darauf an, welche Lehre das du machen möchtest. Mhm. Also das heisst, wenn du eine EFZ-Lehre möchtest machen, müsstest du fast einen SEC-Abschluss haben. Für Fachfrau EBA würde die Realschule lange. Warum hast denn du Fachfrau Hauswirtschaft gelernt? Ich habe das gelernt eigentlich aus einer Not heraus. Ich habe eine Lehre gemacht, eine vierjährige Lehre, und habe nachher nichts gefunden auf meinem Beruf. Und meine Kollegin hat ein Restaurant und hat gefunden, ob ich nicht in den Service will. Und es hat mir dann so im Service gefallen und ich habe dann noch so ein bisschen herumgeschaut, wo man den sonst noch brauchen könnte. Und bin dann in einem Heim arbeiten und bin so ein bisschen reingekommen. Bin dann zuerst in der Küche gewesen, nachher in die Reinigung gegangen und noch in die Wäscherei. Und mir hat das so gefallen, ich bin dabei geblieben. Was muss man machen, um eine Kauffrau zu werden? Ja, was du machen musst, ist, du musst einfach Interesse haben am Beruf. Vor allem musst du viel am Kompi arbeiten. Du musst Freude haben an den administrativen Sachen. Am Rechnungswesen, an Sprachen, Korrespondenzen. Ja, und halt einfach auch Dienstleistung. Du musst Freude haben, Sachen für andere zu machen. Ja. Was muss man von der Schule mitbringen, um eine Kauffrau zu werden? Ja, in der Schule musst du sicher in gewissen Fächern gute Noten haben, wie so Deutsch, eben Mathe. Sprache ist je nachdem wichtig, in welchen Bereichen du arbeitest, in welchen Firmen. Ja. So diese Sachen und eben einfach auch IT-Kenntnis musst du. Warum hast du dich entschlossen, eine Lehre als Kauffrau zu machen? Ich habe mich entschlossen, eine Lehre zu machen, weil ich gerne am PC arbeite und administrative Sachen mache. Weil ich auch gerne Sachen organisieren und für andere Sachen machen, so ein als Drehpunkt agieren, dort wo die Fäden zusammenkommen. Hallo Friederike, hallo. Ja, ich habe Zeit, ja. Ich wollte fragen, was muss man machen, um Fachmann Betriebsunterhalt zu werden? Also Fachmann Betriebsunterhalt tut Sachen reinigen, Renovationen an Apartments und Wohnungen. Mhm. Wie bei uns jetzt Pflegezimmer, mal den Garten, Rasenmähen oder einfache Reparaturen an den Türen. Und wenn es nicht so einfache Reparaturen sind, dann nehmen wir auch Fachpersonal dazu und machen mit ihnen die Arbeiten. Und was muss man von der Schule mitnehmen? Von der Schule mitnehmen muss man gut Deutsch können, ja. Gut Mathematik und handwerklich interessiert sein. Warum hast du dich für den Beruf entschieden? Weil ich ein Allrounder bin, weil ich gerne Sachen mit den Händen mache. So im Büro sitzen war jetzt nicht so mein Ding und darum ich stehe lieber als sitzen. Genau. Ist gut. Danke vielmals. Bitte, gern geschehen. Tschüss. Ciao. Hallo. Ich habe eine Frage, was macht ein Koch? Ein Koch? Der kocht die wundervollen Gerichte für alle Kunden und sorgt für Zufriedenheit von Gästen. Was muss man dann können, um eine Lehre als Koch machen? Leidenschaft und Herz für Kulinarik, für Lebensmittel. Ja. Warum hast du dich für den Beruf Koch entschieden? Um Ideen selber zu verwirklichen können, um mich weiterzuentwickeln, um jedem Menschen Freude zu bescheren mit gutem Essen. Ja, danke schön. Bitte? Ciao. Tschüss. Hallo, ich habe kurz die Frage, was macht man als Fachpflegegesundheit in der Pflege? Wie man hier sieht, sind Kompetenzen das Bett machen, Tagesverantwortung, Medikamente richten und verteilen und Betreuung.
Was muss eine Fachfrau Gesundheit in der Pflege können? Kontaktfreudig, offen und für die Zukunft sich weiterentwickeln. Ich möchte den Beruf wegen Bewohner auf uns angewiesen sind. Ich bin gerne da, ich sehe das Lächeln von denen, wenn sie Sachen erzählen über die Vergangenheit, über was sie erlebt haben. Ich bin gerne für sie da, lasse ihnen gerne zu. Menschen sind einfach sehr wichtig in meinem Leben. Hey, es ist ja mega spannend, was Senevita alles für Lehrberufe anbietet. Auch ich bin eine Lernende bei der Senevita, weil bei uns der Mensch im Fokus steht und ich mir eine ganz gute berufliche Zukunft vorstellen kann. Ich freue mich, dich kennenzulernen.